20 Schulen hatten sich beworben. Doch nur eine konnte bei AOK Moves You fitteste Schule Hessens werden und eine Schools Out Summer Party gewinnen. Dazu mussten 40 Mädels einen anspruchsvollen Parcours durchlaufen. Freuen durften sich am Ende die Mädels der Maria-Warth-Schule in Bad Homburg. Sie haben die gemischten Klassen im Wettbewerb abgehängt. Das ist natürlich toll, vor allem weil wir auch eine Mädchenschule sind und das ist schon eine große Ehre. Also es ist schon cool und ich freue mich auch für sie, weil sie hat ja dabei mitgemacht. Also sie war eine von den Athletinnen. Also es gab Wakeboardfahren, man musste über diese wackelnde Stange balancieren, man musste auch so Hütchen abwerfen und dabei rennen, Weitsprung, ja, und auch schießen. Das alles haben sie mit Bravour gemeistert und sich so diesen Schultag der etwas anderen Art redlich verdient. Auch die Schulleitung ist mehr als stolz auf ihre Sportskanonen. Unsere Schule ist sehr fit im sportlichen Bereich und ich denke, was auch allgemeine Wettbewerbe anbelangt, ob das Sportabzeichen ist oder Bundesjugendspiele. Also die Mädchen sind sehr gesundheitsbewusst und zwangsläufig auch sehr fit. Bei der Summer Party konnten die Mädels auf dem Schulgelände viele verschiedene Sportarten zwischen Hip-Hop und Balance ausprobieren und den Tag mit Promi-Gesichtern wie der Moderatorin Paulina Roginski und dem Zehnkampf-Europameister Pascal Behrenbruch verbringen, die großen Spaß mit den Mädels hatten. Ich finde es total toll, dass eine reine Mädchenschule AOK Moves You gewonnen hat und die wirklich die fitteste Schule Hessens ist. Denn ja, Mädchen sind ja manchmal unsportlich, aber die Schule hat hier bewiesen, dass sie es nicht ist. Und außerdem sind die alle total süß. Die AOK Hessen will durch Wettbewerbe wie diesen die Gesundheit der Jugendlichen dauerhaft stärken. Wir wollen natürlich, dass die Kinder und Jugendlichen gesund sind im Kindesalter und dann auch im späteren Erwachsenenalter gesund bleiben. Und deswegen müssen wir ihnen einfach zeigen, was es für tolle Sportarten gibt, was es für tolle Sachen gibt, dass sie sich einfach bewegen und halt Move You machen. Ständig in Bewegung sein. Das stärkt Körper und Geist, weiß auch Pascal Behrenbruch. Er möchte auf seinen täglichen Sport nicht mehr verzichten, auch wenn seine Karriere vielleicht in ein paar Jahren vorbei sein sollte. Für mich ist Bewegung mein Leben, also Zehnkampf, weil mein Sport ist mein Leben. Und auch wenn ich irgendwann mal aufhören werde, in 5, 6, 7 Jahren, werde ich weiter täglich Sport machen, weil es einfach super gesund ist und Spaß macht. Und ohne Sport könnte ich mir ein Leben nicht vorstellen. Deswegen, Sport sollte für jeden super wichtig sein, höchste Priorität. Für die Mädels der Maria-Warth-Schule sind die Prioritäten jetzt schon klar gesetzt. Viele gehen hier sogar in eine extra Sportklasse und bewegen sich weit mehr als ihre Altersgenossinnen. Denn früh übt sich, wer lange fit bleiben will.